Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Sonntagsglücks auf dem Kanal von Lotto Hessen. Vor uns liegt ein Rubbellos Adventskalender. Er ist gespickt mit wirklich tollen Rubbellosen. Es sind die neuen Winterlose von Lotto Hessen. Vom 1-Euro-Los bis zum 10-Euro-Los haben wir alles dabei. Hier beispielsweise ist ein süßes 1-Euro-Los, hier ein 2-Euro-Los, 10 Euro und hier haben wir ein 5-Euro-Los. Und am 24., ihr seht es schon glitzern, das Diamond 7 Rubbellos. Ja, diese schönen Lose sind ab jetzt im Kiosk erhältlich und wir leiten jetzt die Adventszeit ein und rubbeln drauf los. Nachdem ich den Adventskalender nun geplündert habe, liegen die einzelnen Lose vor mir. Das Diamond 7 Rubbellos, das kommt erstmal zur Seite, denn das machen wir ganz am Ende. Wir konzentrieren uns erstmal hier auf die schicken neuen Weihnachtslose, die hier wirklich in einem sehr weihnachtlichen Design erstrahlen, liebste Rubbelfreunde. Wir haben hier wirklich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, vom 1 bis 10 Euro Los ist alles im winterlichen Weihnachtslook dabei. Wir fangen mit den 1 Euro Losen an. Die schauen wir uns jetzt mal näher an. Hier haben wir ganz viele verschiedene Motive. Wir nehmen das Motiv jetzt mal. Das ist eine schöne, ja, Holzlok, die auch irgendwie für Weihnachten steht. Als Kind hat man sowas ja auch gerne geschenkt bekommen. 1 Euro kostet das Los, wie eben schon erwähnt. Wir benötigen dreimal den gleichen Betrag. Oder zweimal den gleichen Betrag und das Mützensymbol, dann läuft's bei uns aber so richtig. Und ich fange jetzt einfach mal an zu rubbeln. Vorher gibt's noch wichtige Hinweise. Die Teilnahme ist ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen und die Gewinnchancen stehen immer auf der Rückseite der Rubbellose. Hier beispielsweise ist der Maximalgewinn 1000 Euro. Rubbelfreunde, ich sag mal so, die holen wir uns. Los geht's, das erste Los. Ja, beim ersten Los ist es natürlich schon wichtig, denn das zeigt uns, wie wird es hier weitergehen. Und wir haben 1 Euro. Das ist durchaus möglich. Hier haben wir nochmal, 1000 Euro. 100 Euro. 20. Und 1 Euro. Hier sind wir am Gewinn vorbeigeschraubt, kann man sagen. Aber da machen wir gleich weiter. Hier haben wir einen schönen Weihnachtswichtel auf dem Los. Der sieht ja auch süß aus. Hat einen sehr langen Bart. Ja, passt natürlich auch zur Weihnachtszeit. Kann man als Nebenjob noch als Weihnachtsmann arbeiten. Zweimal 1 Euro. Und hier haben wir unseren ersten Gewinn. Das Eis ist gebrochen. Und das passt natürlich auch super zum Winterthema. 1 Euro. Jawollo. Sehr schön. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht durcheinander komme mit den Gewinnen und Nieten. Rubbelfreunde, im Rubbelduell, da habe ich ja eingangs fast einen Gewinn übersehen, könnte man sagen. Aber im Nachgang ist das natürlich aufgefallen. Und die Rubbelfreunde haben das natürlich auch gesehen, denn die Rubbelfreunde haben die Adleraugen, von denen ich immer spreche. 2x 10. Und hier. Nein, das ist eine Niete. Los Nummer 4. Hier haben wir ein Kind, welches gerade beschenkt wurde. Das freut sich, sitzt vorm Kamin. Das ist natürlich auch Weihnachten pur. 2x 2 Euro. Und hier vollenden wir den Spaß und haben nochmal 2 Euro gewonnen. Ja, so kann es doch weitergehen, wenn es bei den 1-Euro-Losen schon so gut läuft und wir hier wirklich beschenkt werden. Wie läuft es dann erst bei den 10-Euro-Losen? Ich möchte es mir gar nicht ausmalen. So. Nee, das ist eine Niete, liebste Rubble-Freunde. Hier hatte ich eben das Gefühl, ein Los klebt am Los. Da muss man natürlich auch aufpassen. 2x 2 Euro. Und wir vollenden wieder mit einem schönen Gewinn. Nochmal 2 Euro. Sehr schön. Die 1 Euro Lose sind mir auf Anhieb sehr sympathisch. Das kann ich bis jetzt schon sagen. Rubbelfreunde, die Weihnachtszeit bzw. die Adventszeit ist ja auch wirklich, ja, gespickt mit so schönen Adventskalendern. Und wenn ich zurückdenke an meine, ja, Kindheit, Jugend, ist dieser Rubbellos-Adventskalender bei mir auch schon irgendwie so ein bisschen präsent. Denn das erste Mal, dass ich so ein Rubbellos so richtig wahrgenommen habe, war tatsächlich in einem Adventskalender, den sich meine Eltern gekauft haben und da jeden Tag ein Los gerubbelt haben. Vielleicht, oh, hier haben wir noch einen Gewinn, 4 Euro. Ja, sehr schön, Rubbelfreunde. Die 1-Euro-Lose haben wir jetzt schön weggerubbelt. Machen wir betragsmäßig aufsteigend weiter und kommen zu den 2-Euro-Winterlosen. Hier haben wir die 2-Euro-Winterlose. Es sind auch schöne Motive. Hier haben wir einmal einen Hund, das ist ein Dalmatiner.
Dann haben wir hier ein Kind, das sich über einen Weihnachtsstern freut, so wie es aussieht. Nochmal ein Kind, nochmal das Kind, nochmal ein Dalmatiner. Es gibt aber auch noch mehr. Hier ein Opa, der seinem Enkel, so sieht es zumindest aus, eine schöne weihnachtliche Geschichte vorliest. Sehr schön. 8 Stück haben wir insgesamt von den 2 Euro Winterlosen. Hier wird die Spielsystematik, das kann ich auch noch ein bisschen näher zeigen, sich ein bisschen ändern. Denn wir rubbeln 2 Glückssymbole auf und wenn wir die Glückssymbole unter unseren Gewinnsymbolen wiederfinden, dann haben wir den darunterstehenden Betrag gewonnen, liebste Rubbelfreunde. Ja, was haben wir hier? Zweig und Tanne. Handschuh, Skates. Santa. Nee. Wir brauchen ja immer noch die Zweig und die Tanne. Die Zweig ist auch astreines Deutsch. Und jetzt haben wir hier eine Glocke, Stiefel und Stern. Kein Zweig, keine Tanne. Da machen wir gleich weiter mit dem süßen Dalmatiner-Winter los. Hier haben wir den Handschuh und einen Stern. Handschuh und Stern. Die Symbole sind wirklich sehr schön weihnachtlich. Das passt wie die Faust aufs Auge. Handschuh und Stern. Aber nein. Alle guten Dinge sind 3 und wir sind jetzt beim dritten 2 Euro winterlos angekommen mit einer Kerze und einem Stiefel. Letztes Jahr haben wir auch schon so eine schöne weihnachtliche Winterlos-Rubbelei gemacht, Rubbelfreunde. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das auch auf jeden Fall abchecken, denn da werden auch ganz feine Winterlose weggerubbelt. Kerze und Stiefel. Kerze und Stiefel. Bonbon, Santa und Paket. Nee. Die Gewinne bei den 2 Euro Weihnachtslosen, Winterlose sind es ja. Oh, komme ich ja fast ein bisschen durcheinander. Lassen auf sich warten. Skates und Rodel. Was mir aufgefallen ist, wenn man jetzt zum Kiosk geht, haben die teilweise sehr schön gespickte Adventskalender schon vorbereitet. Oder man kann die sich natürlich auch selber zusammenstellen. Ich glaube, der Rubbelkönigin schenke ich dieses Jahr auch schön ein. Suche ihre Lieblingslose aus, da freut sie sich. Und dann habe ich auf jeden Fall die Adventszeit geschenketechnisch schon mal abgedeckt. Weihnachten ist ein ganz anderes Thema, Rubbelfreunde. Skates und Rodel. Jetzt muss ich noch mal kurz konzentrieren. Skates und Rodel. Da ist immer natürlich erhöhter Aufwand von Nöten da, sich ein schönes Geschenk zu überlegen, Rubbelfreunde. Habt ihr denn schon Ideen, was ihr euren Liebsten schenken werdet? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich mir so ein bisschen Hilfe von euch holen. Tanne und Paket. Tanne und Paket. Santa, unser Kumpel Santa, da ist er wieder. Tanne und Paket. Heiter geht es weiter mit dem nächsten 2 Euro Winterlos. Wir haben hier ein Bonbon und Paket. Rodel, Kerze, Zweig. Hier wieder unseren Kumpel Santa, die Tanne, ein Paket, 2 Euro. Mit dem Paket, jawohl. Das passt dazu, dass wir noch 2 weitere 2 Euro Winterlose haben, aus denen wir jetzt hoffentlich hier nochmal ein schönes Bonbon rubbeln werden. Bonbon ist zufälligerweise unser Symbol und ein Handschuh. Ah, die Glocke 100, da juckt es mir natürlich wirklich in den Fingern, Rubbelfreunde. Und hier haben wir den Handschuh, 4 Euro. Gleich den QR-Code freilegen. Und das letzte 2 Euro Winterlos, welches ich hier heute wegrubbeln darf. Paket und Glocke. Zweig. Bonbon. Stern. Kerze, Tanne. Und die Skates für 10 Euro. Paket und Glocke. Hier haben wir einen Rodel, Santa und den Handschuh. Der macht 5000 Euro. Das ist ein Sümmchen, das würde ich mir auch gefallen lassen, liebste Rubbelfreunde. Jetzt ist es soweit, wir kommen zu den 5 Euro Winterlosen. Und was sehen wir auf diesen 5 Euro Winterlosen? Die sehen natürlich auch aus wie eine 1. Einen sehr schön geschmückten Baum, das mache ich ja wirklich auch gerne.
zur Weihnachtszeit den Baum schön schmücken. Die Katzen versuchen zwar immer die Kugeln abzugrasen, aber ich hänge sie einfach ein bisschen höher, liebe Rubbelfreunde. Schauen wir uns nochmal an, wie das los jetzt funktioniert. Wir müssen eine Mütze finden, dann haben wir den daneben stehenden Betrag gewonnen. Das Glückssymbol, die Zuckerstange, verdoppelt den daneben stehenden Betrag. Und bei diesem Pferdesymbol, das ist so ein Pferdesymbol, wie man es kennt von einem Karussell. So ein Pferd an so einer Stange, wo man dann Spaß hat, wenn man Runden fährt. Dann hätten wir alle 10 Beträge gewonnen. Und jetzt machen wir uns aber mal wirklich auf die Suche nach der Mütze, denn dem Rubbelkönig wird es auch hier so kalt. Ne, Rubbelfreunde, eine Zuckerstange. Das ist doch geil. Den Gewinn legen wir am Ende des Loses frei. Ich erwarte hier noch weitere. Vielleicht keine weiteren Zuckerstangen, aber eine Mütze, wie wir in Nordhessen sagen, eine schöne Betzel. Da geht eigentlich nichts drüber. Hier haben wir eine Glocke. Und hier haben wir eine Mütze. Jetzt kommt ein flacher Witz. Rubbelfreunde, wie viel Euro kriegen wir denn hier auf die Mütze? Skates haben wir nochmal und einen Stiefel. Ich bin sehr gespannt. Wir machen zuerst die Mütze. 5 Euro. Und hier bei der Zuckerstange haben wir 10 Euro. Das heißt, die 10 Euro verdoppeln sich, werden zu 20 Euro plus 5 Euro macht 25 Euro. Rubbelfreunde, jawohl. Sehr schön. Das ist doch wirklich ein Erfolgserlebnis. Da machen wir gleich mit dem nächsten 5 Euro Winterlos weiter. Ah, die Zuckerstange. Also heute kann ich sehr gut einschlafen. Ich habe fast alles gesehen. Eine schöne Zuckerstange. Ich glaube, die hatte ich noch nicht so oft. Ja, da weiß man gar nicht, was man sagen soll, Rubbelfreunde. Glocke, Bonbon, Handschuh, Stiefel. Wir waren ja eben beim Baumschmücken. Macht ihr das auch gerne, Rubbelfreunde? Oder was sind so eure Favorite-Aktivitäten um die Adventszeit, Weihnachtszeit? Weihnachtsmarkt, da gehe ich eigentlich auch ganz gerne hin. Beziehungsweise, ja, einfach solche schönen Weihnachtsessen mit der Familie. Das macht ja auch immer sehr Spaß. Ob das dieses Jahr so umsetzbar ist, das steht noch so ein bisschen in den Weihnachtssternen. Aber abwarten und einen schönen Tee trinken. So, hier haben wir zuletzt ein Rodel. Nee, da haben wir keins unserer gewünschten Symbole. Der Rubbeltisch muss ja auch mal wieder sauber gemacht werden. 5 Euro Winterlos, die dritte. Wir beginnen mit einer Glocke. Legen einen Rodel nach. So, Handschuh. Kerze. Ein Zweig. Paket. Stern. Tanne. Stiefel. Und zu guter Letzt haben wir hier Skates. Nein. Mit den Skates waren wir jetzt auch nicht so erfolgreich. Das letzte Winterlos im Wert von 5 Euro rubbeln wir jetzt weg. Wir haben hier, wir beginnen mit einem Rodel. Gerodelt bin ich auch früher ganz gerne. Das habe ich irgendwie schon länger nicht mehr gemacht. Wir hatten in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, so einen kleinen Berg, so einen Anfängerberg. Und da immer mit Schlitten runtergepeitscht. Also es hat wirklich schon Spaß gemacht. Wintersport, so habe ich noch nie gemacht, also kein Skifahren oder so, ist bestimmt auch mal sehr interessant, Rubbelfreunde. Das machen ja sicherlich auch einige von den Rubbelfreunden. Irgendwann werde ich auch mal auf dem Snowboard eine schöne Piste runterpesen. Aber, ja, da brauche ich sicherlich ein bisschen mehr, ja, irgendwie so ein bisschen mehr Übung. Vielleicht soll ich mit Skateboardfahren anfangen, Rubbelfreunde. Hier haben wir leider eine Niete. Das ist schade, aber wir geben nicht auf. Wir haben jetzt noch dreimal das 10 Euro Winterlos. Ein wirklichen Winterklassiker. 10 Euro Winterlos ist auch was Besonderes. Rubbelfreunde, das gibt's nicht überall. Wir starten gleich mit dem mittleren Winterlos durch. Wie funktioniert das Los? Wir haben hier 20 Gewinnchancen und es funktioniert im Prinzip so wie das 2 Euro Winterlos. Wir haben hier Glückssymbole. Aber hier sind es an der Zahl 4. Skates, Rodel, Mühle, Stiefel. Und jetzt werden wir 20 weitere Symbole aufrubbeln. Und wenn die identisch sind zu einem der 4 Symbole, dann freue ich mich hier wirklich wie sonst was. Santa, Stern, Kerze, Santa und Kugel. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, denke ich, wenn ich feststelle, dass wir davon kein Symbol haben.
Hier haben wir eine Kugel, Zug, Zweig, nochmal ein Zweig, Zug, Kugel. Nein, auch in der Reihe ist der Zug abgefahren. Paket, Handschuh, Kerze, die Glocke und nochmal ein Handschuh. Unsere letzte Reihe schon. Rentier, Paket. Also mit dem Paket hätten wir hier aber wirklich. Und Stiefel getroffen. 10 Euro. Jawohl. Sehr schön. Dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten 10 Euro Winterlos. Paket, Rentier, Stiefel und Stern. Das sind wieder vier ganz tolle Symbole, wo ich einiges erwarte. Handschuh, Kerze, Zweig, Skates und Zug. Glocke, Rodel, nee, den haben wir nicht. Kerze, Handschuh, Santa, Mühle, 100.000 Euro, Stern, den Sternhammer. Ein Stern, der unseren Namen trägt, Robelfreunde. Kugel und Rodel. Nee, Rodel. Hier haben wir nochmal die Skates, die Glocke für einen Taui, Zweig, Zug und Mühle. So, wo holen wir nochmal 10 Euro her? Mit dem Stern. Und sonst leider nicht, Robelfreunde. Das dritte Winterlos wird jetzt auch noch weggerubbelt, um die ganze Sache hier zu vervollständigen. Ich meine, 2 von 3 waren äußerst positiv. Handschuh, Zweig, Skates und der liebe Santa. Hier haben wir eine Glocke, Stiefel, eine Kugel, noch eine Kugel und einen Stern. Rentier, Glocke, Stern, Zug, Kerze. Mühle für 100 Euro, Stiefel, Rodel, Kerze und Mühle. Paket, nein. Das Rentier hatten wir kein einziges Mal, ne? Nee, schade. Rodel, Paket. Kugel. Hier bei dem letzten Winterlos haben wir leider eine Niete, Robelfreunde, aber jetzt haben wir natürlich noch das Los der Lose zur Abrundung der ganzen Rubbelei. Nehmen wir uns jetzt das Diamond 7 Rubbellos vor. Hier kommt's ins Bild und es glitzert einfach. Es passt ja auch irgendwie zu Weihnachten und sieht einfach wirklich schön aus. 20 Euro kostet es. Wir benötigen eine 7, eine Doppel-7 oder eine 7 im Diamant, um was zu gewinnen. Und wir fangen jetzt einfach mal an und rubbeln die Diamanten hier weg. Hier haben wir die 21. Das sind 3x7, ne? Vielleicht kann man, lässt Lotto da mit sich reden. Ich glaube nicht. Denn es kommt hier auf die 7 an. 20. 14. 3. Nochmal die 21. 12. 26. Hochspannung liegt hier wirklich in der Luft. 22. Denn bei dem Los ist es ja so, dass wenn man hier was gewinnt, dass dann betragsmäßig schon gleich ein bisschen höher ist. Ne? Hier haben wir die 11. Hier haben wir die 18. Hier haben wir die 6. Die 23 und die 5. Oh, Rubbelfreunde, hier haben wir eine Doppel-7. Das hätte ich ja nicht erwartet. Erst die Zuckerstange, dann die Doppel-7, ey. Kommt hier noch was? 25. 22. Die Doppel-7. Die Doppel-7. Ich glaube es ja nicht. Jetzt schauen wir aber mal, was wir hier als Betrag stehen haben. Es sind 20 Euro. Die Doppel-7 verdoppelt den Spaß. Somit haben wir mit dem Diamond 7 Rubbellos 40 Euro gewonnen, Rubbelfreunde. Das war doch wirklich ein Rubbelspaß. Wollen wir die Gewinne mal ins Bild holen? Das machen wir. Denn wir haben hier wirklich, ja, ich will nicht sagen gut abgesahnt, aber äußerst gut abgesahnt. Fangen wir mal mit den kleineren an. Hier haben wir 4 Euro gewonnen. 2 Euro, 2 Euro.
1 Euro mit den 1 Euro Winterlosen. Hat schon sehr gut angefangen. Dann ging es natürlich weiter mit den 2 Euro Winterlosen. Da haben wir auch mit dem Handschuh und mit dem Paket ordentlich was getroffen. Plus die Zuckerstange, die mich heute Nacht nicht in Ruhe schlafen lässt, Rubbelfreunde, das könnt ihr mir glauben. 25 Euro mit dem los und dann haben wir in den 2 10 Euro Winterlosen. Hierzu ist mir eben noch eine Sache eingefallen, Rubbelfreunde. Diese Winterlose waren letztes Jahr, wisst ihr es? Welche Farbe hatten die? Blau, Rubbelfreunde, richtig. Die erstrahlen jetzt in einem sehr schönen warmen Rot. Passt natürlich auch sehr gut zu Weihnachten. Das hier sind unsere Gewinne. Und das sieht doch wirklich sehr schön aus. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut läuft, Rubbelfreunde. Ja, was passiert jetzt mit den Gewinnen, fragt ihr euch natürlich. Diese Gewinne könnt ihr gewinnen. Geht dazu auf die Facebook-Seite von Lotto Hessen. Da gibt es eine Verlosung. Ihr müsst einfach eine einfache Frage beantworten. Und dann habt ihr die Möglichkeit, diese Gewinne hier zu gewinnen. Rubbelfreunde, das war's dann von mir. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Rubbelfreunde, bis dahin, macht's gut.